gerne mag. Darf hier einfach sein, wer uns sein Freund sein mag. Er trete gern ein. Dankeschön. Der Politalk läuft wie folgt ab. Wir haben in der Kampagne 2035 0 verschiedene Arbeitsbereiche und die Arbeitsbereiche sind gebeten worden, jeweils eine Forderung, die zu ihren Hauptforderungen gehört, zu formulieren und die wollen wir heute der Politik mal vorhalten und sie darum bitten, möglichst konkret zu sagen, was sie davon halten. Also ob sie das umsetzen wollen oder nicht oder ob sie davon eine eigene abweichende Idee haben oder wie auch immer. Wir machen das nacheinander zunächst, weil wir immer so ein bisschen Angst haben, wenn die Politiker so untereinander erstmal ins Reden kommen, dann vergehen 2 Stunden und am Ende ist gar nichts ausgesagt. Und deshalb wollen wir alle nacheinander konfrontieren. Und damit die auch ja korrekt was antworten, die sollen nicht eine Antwort sagen, die uns gefällt, aber sie sollen eine Antwort sagen, haben wir hier eine Jury, jemand von Friday for Future. Und die Person hat auch ein Mikro und wird jeweils nach 2 Minuten zu jedem Punkt, darf immer geantwortet werden, bewerten, ob eine Antwort gegeben wurde oder ob es nur Blabla war. Sollte die Jury feststellen, dass keine vernünftige Antwort gegeben wird, wie gesagt, es geht nicht um die Qualität der Antwort, sondern ob es eine klare Antwort ist, bekommt die Person nochmal 30 Sekunden Zeit, vielleicht doch nochmal eine Antwort zu geben. Und das Ganze wird in einer Übersicht vermerkt, ob zugestimmt wird oder nicht zugestimmt wird. Und wir haben auch ein Zeichen dafür, wenn die ganze Zeit nichts gesagt wurde. So, das war schon mal mein wichtigster Part. Es haben 3 Fraktionen zugesagt. Ich will deutlich sagen, dass wir alle eingeladen haben. Das ist ja mitunter auch ein bisschen umstritten. Ich finde es immer wichtig, alle einzuladen. Und insbesondere bei der Partei, die umstritten ist, finde ich das besonders wichtig. Ich habe das bisher immer gemacht. Und ich finde es sehr beeindruckend, dass in allen Fällen eine Partei, die mit der Behauptung, dass sie ausgegrenzt wird und ansonsten mit rechtspopulistischen Sprüchen aufwartet, dann, wenn man sie einlädt, nie kommt. Weil offensichtlich sie Angst haben, dass sie mit ihnen immer dann, wenn sie öffentlich ihre Positionen sagen müssen, sie Wählerstimmen verlieren und das zu Recht. Ich werde Ihnen also den Gefallen nicht tun, Sie nicht einzuladen, aber ich werde auch jedes Mal darauf hinweisen, dass ihr bitte, wenn Sie sagen, wir werden immer ausgegrenzt, ihr sagt, selbst das ist noch eine Lüge, ihr wollt gar nicht euch öffentlich sehen, weil ihr lebt davon, dass die Menschen nicht wissen, was ihr wirklich alles vorhabt. CDU, FDP, FWG und ein paar einige andere sind nun auch nicht da. Heute gekommen sind die SPD, die Linken und die Grünen. Und wir haben eben gelost, wer anfängt. Enthaltung folgenden Beschluss gefasst. An Bürgerbeteiligungsprojekte werden geeignete Dächer von gemeindeeigenen Gebäuden zur PV-Nutzung verpachtet. Sind Sie dafür, dass auch die Stadtverordnetenversammlung Gießen einen solchen Beschluss zu stadteigenen Gebäuden fasst? Also erstmal möchte ich grundsätzlich sagen, bin ich froh, dass wir es überhaupt geschafft haben, in der Konstellation, in der wir uns ja hier in der Stadtpolitik befinden, dass der Bürgerantrag Klimaneutralität 2035 mit so einer breiten Mehrheit im Stadtparlament durchgegangen ist. Und das gibt natürlich der Stadt nochmal einen Schub und man sieht es auch heute hier an den vielen engagierten Menschen. Auch vielen Dank dafür, dass ihr alle da seid, dass Sie alle da sind und sich einsetzen eben für dieses Ziel, unsere Stadt ja umweltfreundlicher, klimaneutral zu machen. Und ein wichtiger Baustein ist natürlich die Energiepolitik. Und wir sind dafür mehr Photovoltaik auf die städtischen Dächer. Ich bin auch für Genossenschaften, die sich daran beteiligen können, aber nicht ausschließlich. Denn wenn die Kommune das selbst macht, dann kommt es allen Bürgerinnen und Bürgern zugute. Auch denen, die eben nicht das Geld im Portemonnaie haben, um sich an solchen Dingen zu beteiligen. Deswegen bin ich dafür, ja,
Demokratisierung der Energieversorgung. Das ist schon immer ein Ziel der Sozialdemokratie, vor allem in Hessen gewesen. Seit Hermann Scheer und Andrea Ypsilanti, glaube ich, können wir das mit allem Stolz auch sagen. Und wir vertreten das auch hier in Gießen und wollen eben die Energieversorgung weiter in kommunaler Hand zusammen mit unserem Stadtwerk, den Stadtwerken Gießen, hier vorantreiben. Photovoltaik auf die städtischen Dächer, absolut dafür. Wir machen das auch schon. Unsere sozialdemokratische Schuldezernentin ist gerade dabei, weitere Dächer auf den Schulen zu sondieren, wo das eben dann auch umgesetzt werden kann. Da würde ich doch nochmal um 30 Sekunden bitten, denn die Antwort auf die Frage war mir jetzt doch ein bisschen unklar. Denn wenn die PV-Nutzung quasi an die Stadtwerke gehen soll, wie genannt, wäre das ja in dem Sinne nicht an alle Bürger, sondern an eine AG, die Stadtwerke ja sind. Dementsprechend bitte nochmal eine klare Antwort auf die Frage, die hier steht. Unterstützt die Stadtverordnetenversammlung, dass Bürgerbeteiligungsprojekte an städtischen Gebäuden zur PV-Nutzung beteiligt werden, ja oder nein? Wir als SPD-Fraktion unterstützen das, aber ich sage nochmal, nicht ausschließlich an Genossenschaften, weil wenn es die Stadt selbst machen kann, und es ist doch völlig egal, ob die Stadtwerke Gießen eine AG, eine GmbH oder was auch immer sind, sie gehören 100% unserer Stadt, also uns allen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Gießen. Und dann kommt es doch auch allen Bürgerinnen und Bürgern zugute, wenn eben Schwimmbäder damit finanziert werden können in der Querfinanzierung. Also insofern nicht ausschließlich über die Genossenschaftslösung, sondern auch in kommunaler Hand. Das kann auch die Stadt selbst zum Beispiel auch tun, ohne Stadtwerke. Also ich würde hierfür einen weder dagegen noch dafür, sondern einen neutralen Strich machen, denn es wird ein Teil der Forderung unterstützt und einer nicht. Zweiter Punkt, Landwirtschaft. Regionale landwirtschaftliche Warenströme im Kreis und Stadt Gießen vom Feld bis zum Verbraucher erfassen, der Verarbeitung und der Verteilung. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Aufgabe der Stadt unbedingt sein sollte. Ist ja auch immer eine Frage der Finanzen, ob man sowas darstellen kann als Stadt. Grundsätzlich natürlich sind wir für regionale Erzeugung und auch für die Unterstützung der Landwirtschaft vor Ort. Ich kann nur sagen, ich hatte vor ein paar Monaten zum Beispiel auch ein Gespräch mit den Vorsitzenden des Wochenmarktbeschickervereins, weil es da ja Irritationen gab. Eine Koalitionsfraktion, die heute hier nicht vertreten ist, hatte ja die Idee, dort eine Tiefgarage zu bauen auf dem Brandplatz, und da waren natürlich die Marktbeschicker besorgt, dass dann jahrelang dort eine Baustelle herrscht. Das haben wir dann versichert, dass es das mit uns als SPD-Fraktion nicht geben wird. Und deswegen, klar, natürlich, wir können das unterstützen, wir können gucken, was die Stadt da leisten kann, aber wie gesagt, immer im Rahmen der Möglichkeiten. Ne? Ich weiß nicht, ob da besser Land oder Bund oder andere Institutionen nicht vielleicht besser wären, ob die das nicht besser handhaben können. Aber grundsätzlich ja, wir haben ja auch viel Wissenschaft in der Stadt. Vielleicht kann man da gemeinsam was mit Universität auch als Stadt auf die Beine stellen. Würde ich als kleines Ja gelten lassen, würde aber dieselbe Frage nochmal stellen, wie vorhin Jörg auch schon gestellt hat, vor allem zur Erfassung der Warenströme. Ob da eine Unterstützung dafür da ist oder nicht. Ja, das meinte ich ja eben. Also ich habe ehrlich gesagt keine Vorstellung, was für ein Aufwand das bedeutet und wie das die Stadt jetzt realisieren kann. Aber grundsätzlich kann man sich der Sache annehmen, klar. Nur ich möchte auch mal sagen, wir müssen auch aufpassen, dass wir jetzt nicht sagen, nur noch regionale Erzeugung. Also wir wollen ja auch weiterhin Waren vielleicht aus Ländern, die davon abhängig sind, dass sie eben diese Waren produzieren. Und ich sage mal, Gießen ist zum Beispiel auch Fairtrade-Stadt. Und insofern müssen wir auch gucken, dass wir ja auch weiterhin zum Beispiel Waren aus Afrika und aus Ländern des afrikanischen Kontinents eben auch beziehen und diese Länder im Sinne eines fairen Handels unterstützen. Ich würde auch ein kleines Ja gelten lassen. So, dann zum Thema Verkehr.
Reduzierung aller Straßen im Stadtgebiet auf maximal eine Autospur pro Richtung, möglichst oft auf eine Spur, also als Einbahnstraße, und Umwandlung der frei werdenden Spuren in Fahrradstraßen, Fußgängerinnenzonen oder ÖPNV-Streifen. Ja, also dazu kann ich sagen, wir haben als SPD-Fraktion in die Koalitionshaushaltsverhandlungen im vergangenen Jahr den Antrag eingebracht, 100.000 Euro für einen Verkehrsversuch Anlagenring zur Verfügung zu stellen. Das ist leider auch an einer Fraktion gescheitert, dieser Haushaltsantrag. Und insofern, wir sind dafür, auf jeden Fall erstmal, was den Anlagenring betrifft, das in einem groß angelegten Verkehrsversuch auszuprobieren, weil wir wollen die Menschen auch mitnehmen bei sowas. Es bringt nichts, wenn wir jetzt hier Lager in der Stadt aufmachen, die einen dafür, vor allem der Innenstadthandel, der ja viele Befürchtungen da auch formuliert, dagegen, sondern wir wollen die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen und deswegen sagen wir ja, in einem breit angelegten Verkehrsversuch, der dann auch wissenschaftlich begleitet wird, auch mit Bürgerbeteiligungsveranstaltungen begleitet wird, sagen wir dazu ja. Kurze Nachfrage nochmal nach den anderen Forderungen mit den Einbahnstraßen und die Umwandlung mit dementsprechenden Fußgängerinnenzonen oder ÖPNV-Streifen. Sorry, dass da wieder ein Jein bei rauskommt, weil das muss man sich dann wirklich auch schon von Straße zu Straße anschauen, finde ich. Und das gehört ja dann zu diesem Gesamtkonzept dazu. Wir haben ja als Stadt auch einen Verkehrsentwicklungsplan auf den Weg gebracht, der das ja auch betrachten soll. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass das alles ein bisschen auch zu lange dauern könnte. Deswegen sind wir auch dafür, und das wird auch in unserem Programm zu den Kommunalwahlen ziemlich sicher stehen, dass eben bezüglich des Anlagendings jetzt ein bisschen mal Tempo gemacht wird und das Ganze auch schneller angegangen wird. Bei den anderen Straßen, wie gesagt, das finde ich, muss dann in das Gesamtkonzept passen. Also wieder ein Jein wahrscheinlich. Ganz kurz über den Anlagenring hinaus, die anderen doppelspurigen Straßen. Grünberger, Licher, Frankfurter, wo es doppelspurige Bereiche gibt. Ja, das sind ja gar nicht mehr so viele Bereiche, die doppelspurig sind aus meiner Sicht. Ja klar, natürlich hier schon. Hier werden wir ohnehin wir haben jetzt gerade im Antrag als Koalition eingebracht, dass wir zumindest schon mal Fahrradschutzstreifen hier aufbringen werden, so lange, bis die grundhafte Erneuerung in diesem Bereich stattfindet. Und grundsätzlich sind wir auch dafür, ja. Würde ich als auch ein kleines Ja gelten? Auf jeden Fall mehr Platz für Fahrradfahrer und Fußgänger. Letzter Punkt ist die Stadtplanung. Keine weitere Steigerung der Bevölkerungszahl, Stopp der weiteren Flächenversiegelung im Gießener Stadtgebiet. Also Jörg, mir ist auch sofort eingefallen, Obergrenze, und Entschuldigung, das ist eine ziemlich unsoziale Forderung. Das Gegenteil ist doch der Fall. Wir als Koalition haben beschlossen, dass wir 400 neue Wohnungen im sozialen Bereich schaffen wollen, und das sind wir gerade dran, vor allem mit unserer Wohnbau Gießen. Es wäre doch völlig unsozial zu sagen, wir als Stadt Gießen schotten uns ab, machen eine Glaskugel über uns, gucken, dass wir klimaneutral werden, wollen nicht mehr wachsen. Nein, das kann nicht sein. Ich bin ziemlich stolz darauf, dass wir zum Beispiel in der letzten Wahlzeit gemeinsam mit dem grünen Koalitionspartner es geschafft haben, die Innenstadtverdichtung, die ja stark kritisiert wurde, sowohl von der CDU als auch der Linken, die Innenstadtverdichtung voranzutreiben, eben nämlich, dass kein Flächenverbrauch außen auf der grünen Wiese stattfindet, sondern hier in der Innenstadt muss eine Nachverdichtung stattfinden. Es ist eben eine große Nachfrage da. Der Zuzug in die Städte, der ist nicht zu verhindern. Und deswegen müssen wir sehen, dass die Infrastrukturen eben angepasst werden und der Wohnraum hier entsprechend auch sozial gestaltet wird. Also da ein ganz klares Nein. Okay. Frage ist selbst beantwortet. Ja. Gut, dann danke sehr. Und ein bisschen Musik wieder von der Bühne und dann kommen wir mit dem Gewinner oder Verlierer des Losens, kann man ja sehen, wie man will, nämlich von den Linken geht es dann weiter.